Einzelbett minimal, Einzelbett mal. Das könnten wir machen. Aber damit ich andere Kistenbezüge haben. So. Ah, nee. Nee, jetzt sieht kacke aus. So. Nochmal so. Machen wir das denn am besten? So. Okay. Dann bauen wir hier noch ein Schränklein rein. Und zwar sowas hier vielleicht. Ah, wobei, nee, das ist ein bisschen zu groß. Das ist ein bisschen too groß, too much. So. Sowas Kleines hier. Sowas Kleines mit einer Lampe. Vielleicht so eine kleine Mini-Stehlampe. Man kennt es ja so hier. Die zum Beispiel, das passt. Ja. Gut. Und dann machen wir hier vielleicht noch einen Schrank rein. Einen Schrank. Möbel, Schränke. Machen wir wieder den typischen Schrank Charles hinein. Den typischen Schrank Charles. Den wir auch schon des Öfteren hatten. So. Das passt, würde ich mal sagen, ne? Ich glaube, das kann man so lassen. Das kann man so lassen. So. Gut. Jetzt kommt der größte Raum. Nämlich der hier. Das Wohnzimmer. In dem Fall. Da kommt jetzt mal das Wohnzimmer dran. Ja, die Couch sieht noch einigermaßen intakt aus. Das kann man lassen. Na, jetzt komme ich da jetzt nicht mehr runter. So, jetzt. So. Der Tisch. Muss auf jeden Fall erneuert werden. Das kann ich so nicht stehen lassen. So. Die Sessel. Tun wir alle mal weg. So. Wie viele Sesseln gibt es denn da überhaupt? Sag ich mal. So. So, ist ja wie ein Sitzkreis. So, das hier. Was war das denn für ein Tischlein? Was war das für ein Tisch? Tische, Tische, Tisch, 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 hier, Tisch. Ist das der hier gewesen? Einfacher Tisch vielleicht? Nein, der ist zu klein. Der ist definitiv zu klein. War das der hier? Nein, der ist auch ein bisschen zu klein. Dann muss es der hier gewesen sein. Ja, der war das, genau. Aber gibt es denn vielleicht eine andere Farbe, in einer ähnlichen? Nein, das ist orange. Na, das passt ihr. Das passt ihr, würde ich mal sagen. Dann tun wir das da weg. Und machen hier den Tisch rein. So. Dann kommt hier ein Stuhl. Ist der mittig? Nein. Der ist nicht mittig platziert. So. Jetzt aber. Jetzt ist er, glaube ich, mittig. So, jetzt muss ich nur gucken, wie mache ich das da am besten. So. Ich versuche das hier. So, ich versuche das hier wirklich ordentlich zu machen, wie man sieht. So. Und ich werde schon wieder angerufen. Ja, ganz toll. Ich merke es nämlich, weil ich mein Handy direkt neben mir liegen habe und der Tisch vibriert. Das heißt, ich weiß, dass mich gerade jemand anruft. Und das während der Aufnahme. Ich hab's mir irgendwie gedacht, dass während der Aufnahme wird mich irgendjemand anrufen über die Feiertage. Das war klar. Aber ja, so ist es nun mal. So, passt das jetzt? Ich hoffe, ich habe es so einigermaßen gut platziert. Ja, die Fenster müssen noch gereinigt werden. Das machen wir noch. So.
So, perfekt. Da kommt noch eine Heizung rein. Na, so. Anschlüsse, Heizung hier. Ah, das geht sogar aus. Hinter der. Nein, das geht sich nicht aus. Ach, scheiße. Genau das habe ich nämlich geahnt, dass sich das doch nicht ausgeht mit dem Montieren. Dass das dann zum Problem werden könnte. Das wusste ich. Gut, dann muss ich das da kurz dahin stellen. Sorry. So, jetzt haben wir hier eine Überschwemmung. Eine ganz kleine Überschwemmung. Aber auch nur ganz klitzeklein. Ist aber gleich schon wieder weg. So. Okay. Schade. Ich dachte, es ging sich aus. Ah, das frustet mich sowas. Das frustet. So, hier. Passt. Den Tisch können wir so stehen lassen. Passt schon. So, gut. Ja, das kann man eigentlich noch so stehen lassen. Das ist eigentlich recht intakt. Die Küche sieht auch noch schön freundlich aus. Passt. Da müssen wir noch eine Klimaanlage einbauen. Sehe ich gerade. Ja, Wunderbierchen. Da bauen wir gleich mal eine Klimaanlage ein. So. Hier und da und dort und hier. Zack. So. Dann haben wir das hier alles. So. Passt. Klimaanlage läuft. So, und jetzt noch dieser hier, dieser Raum. Das ist ja. Der geht eigentlich recht schnell, der ist noch recht klein und recht schnell machbar. So. Also ich habe so das Gefühl, dass wir recht schnell mit dem Haus wieder fertig sind. Ich meine, wir haben jetzt wie viel Zeit haben wir da verbraten mittlerweile? Ich weiß gar nicht. Ja, 27 Minuten Aufnahme, 25 Minuten am Haus. Also, ja, das geht. Das ist in Ordnung. So. Hier, der Tisch muss auf jeden Fall weg. Der kommt weg. Möbel, Schreibtische. Das muss der hier gewesen sein, oder? Das war der hier, glaube ich. Ah, sieht aber so rosa aus. Der sieht ein bisschen rosa aus. Ah. So, ich würde eher den hier nehmen, ne? Oder? Ah, ich weiß nicht. Nehmen wir doch den hier. Der passt irgendwie besser. So. Da, passt. Da kommt wieder eine Heizung rein. Heizung. So. Sehr gut. Und jetzt noch die Fenster und dann haben wir es, glaube ich. Dann haben wir es. Da war gut ein kurzer Lag drin. Entschuldigung. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, da hat das Spiel wahrscheinlich gerade irgendwie geladen oder sowas. Ich weiß es nicht. So, die Lampe sieht noch recht intakt aus. Den müssen wir auf jeden Fall ändern, den Schrank. Der gehört erneuert. Schränke. Was war denn das für ein Schrank? Das war irgendein Spiegelschrank. Da, der hier wird es wahrscheinlich sein. Vitrine Mary. Ich glaube, der muss es sein. Ne? Ja, genau. Das war der. Das war Vitrine Mary. Tschüss, Vitrine. Dann machen wir hier den hier. Dass das alles in der richtigen Farbe ist. So. Was ist das denn? Ist das hier ein Grafikfehler oder was ist das? Kann ich das da. Okay, das war Dreck. Interessant. So, mehr haben wir da nicht, ne? Mehr haben wir nicht. Das heißt, das Ding ist fertig. So, hier müssen wir noch irgendwo was. Ja, genau. Jetzt ist der Dreck auch weg. So. Ach ja,
Die Lampen wollte ich ja auch noch ändern. Die Lämpsche. Hier. Das ist die eine Lampe. So. Einmal das weg. So. Passt. Und jetzt noch die Lampe hier. So. Passt. So, so sind die nämlich direkt hintereinander platziert. So, was haben wir noch? Da ist noch irgendwie irgendwo Dreck. Genau, perfekt. Aufgeräumt. Das ist nun sicher für unseren Bruder, für unseren Racker. Yay! Sehr gut. Passt. Ich glaube, wir haben alles, oder? Oh, nein, Moment. Moment, Moment, Moment. Da ist irgendwo. Da ist noch. Warte mal. Okay, wait. Da kommen wir so nicht hin. Da kommen wir so nicht hin. Momentchen. Da. Da ist irgendwo Dreck. Irgendwo muss da Dreck sein. Hier irgendwo. Da. So. Jetzt ist es weg. Jetzt ist der Dreck endgültig weg. Ich hoffe, wir haben sonst nirgendwo was übersehen. Ich guck noch mal. Aber es sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall gut aus. So. Das können wir wegtun, das können wir wegtun. So, passt. Alles in Ordnung. Gut. Dann haben wir das Haus hier auch erledigt. Wunderbärchen. Versteigertes Haus. Du hast das Haus gekauft für 95.466,01 Euro. Das Grundstück hat eine Gesamtfläche von 909,69 Quadratmeter. Das Haus verfügt über eine Innenfläche von 143,5 Quadratmeter, Anzahl Zimmer 12 Zimmer. Die Höhe unseres aktuellen Budgets beträgt momentan 281.128,39 Euro und die Arbeitszeit 29 Minuten und 58 Sekunden. Hätten wir noch 2 Sekunden abgewartet, wären es genau 30 Minuten gewesen. Schade. Gut, und für den Kauf von Möbeln habe ich insgesamt 1.481,54 Euro verbraten, aber für den Verkauf von Möbeln 175,72 Euro bekommen. Und wer kauft das schöne Haus jetzt? Die Familie Schelling natürlich. Für 131.215,27 Euro. Damit haben wir einen Profit geschlagen von 34.443,44 Euro. Die Familie Schelling schreibt dann positive Meinungen. Wir wollten mindestens zwei Schlafzimmer und nun, bitte sehr. Gut, wenn es im Haus viele Zimmer gibt, wenn man an die Vergrößerung der Familie denkt. Ich denke, dass diese Anzahl an Bädern in Ordnung geht. In so einer Küche kann man ein Mittagessen für die ganze Familie vorbereiten und es gibt ein Wohnzimmer. Ja. Und negative Meinungen. Hier gibt es keinen Ort, an dem wir als ganze Familie die Zeit vertreiben können. Wohnzimmer. Ich sage immer wieder Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist bekanntlich das Zimmer, wo die ganze Familie zusammenkommt. Wieso? Eins verstehe ich halt nicht. Wieso sagen solche Leute, die das Haus kaufen, es gibt keinen Ort, an dem wir mit der ganzen Familie Zeit vertreiben können, obwohl es in einem Haus ein Wohnzimmer gibt. Ein Wohnzimmer ist doch bekanntlich ein Raum, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Das Wohnzimmer ist meiner Meinung nach ein Raum, wo die ganze Familie zusammenkommen kann und wo die ganze Familie Spaß haben kann und die Zeit vertreiben kann. Das ist doch eigentlich genau der Raum, weil das Wohnzimmer beinhaltet meistens Fernseher, beinhaltet vielleicht manchmal auch einen Esstisch oder so, ne, wo man Brettspiele spielen kann oder vielleicht auch einen kleinen Tisch, wo ein paar Leute Platz haben, wo man Brettspiele spielen kann. Also von dann, warum sagt man dann immer wieder, es gibt keinen Ort, an dem wir als ganze Familie die Zeit vertreiben können, wenn es noch ein Wohnzimmer im Haus gibt? Das verstehe ich halt nicht an dem Game. Aber gut, ich will mich nicht aufregen. Wir verkaufen der Familie Schelling das Haus für 131.215,27 Euro und schlagen damit einen Profit, wie gesagt, von 34.443,44 Euro. Auftrag erledigt.
So, perfekt. Dann haben wir das. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Aushalten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Ich weiß so nicht, wie lange die gehen wird. Wahrscheinlich immer nur so eine Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr. Aber ja, ich muss jetzt noch schauen, dass ich die erste Folge auf jeden Fall noch rendern kann. Oder gerendert kriege. Weil ich war letztens sowieso wieder einen Tag zu spät dran, wer es gemerkt hat. Sorry. Ja, aber ansonsten versuche ich natürlich heute wieder eine Folge rauszuballern, weil heute sollte wieder eine Folge rauskommen. Ich möchte nicht wieder das Ganze so haben, dass dann auf einmal, dass ihr wieder einen Tag länger warten müsst. Also anstatt dass jeden zweiten Tag eine Folge kommt, dann auf einmal jeden dritten Tag. Das wäre doof. Deswegen, ich versuche den Rhythmus beizubehalten. Und ja, für alles Weitere, Twitter im Auge behalten. Twitter ist immer gut. Da schreibe ich auf jeden Fall immer rein, wenn irgendeine Folge verspätet online kommt oder vielleicht einen Tag später oder so, ne? Also das heißt, es ist ein paar Stunden später oder einen Tag später. Naja, wie dem auch sei. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüssi, auf geht's.